Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scooben. Hier geht's direkt weiter bei Frau Dr. Jasmin. Na, sind wir am Plündern oder was? Wir wollen heute mal ein bisschen gucken, was die Spieler so machen. Habe ich mir gedenkt. 14.30 Uhr haben wir gerade, Leute. Kaffeezeit. 20 Leute on the line. Und die können wir mal so ein bisschen abklappern hier. Oh mein Gott. Schon vollgetankt, wa? Was ist denn hier wieder los? Da hat jemand die Tankstelle gesichert wahrscheinlich, ne? So war das. Damit die nicht zugebaut wird. Aber sonst erdreisten sich ja hier irgendwelche Leute, hier die ganzen Hotspots zuzubauen. Und bis zu einem gewissen Grade ist das ja noch lustig, aber irgendwann ist das dann unspielbar nur noch. Dann und das ist ja dann doof, ne? Wenn das dann unspielbar wird, dann müssen wir sogenannte Baubeschränkungen einführen halt, ne? Das Ding ist halt, du kannst ja nichts dagegen machen, ne? Das ist in dieser Zone hier ist das halt schwierig, in der PvE-Zone, weil du kannst dich als Außenstehender, ne? Kannst du dagegen ja nichts mehr machen dann, wenn da irgendwie jemand, ja zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Karte aufmache, wenn jemand hier jetzt so eine Art Mautstelle oder sowas, Wegzoll oder sowas machen würde, dann kannst du da nichts machen. Du kannst sie ja nicht angreifen und gar nichts, ne? Und das ist halt das Problem. Das haben wir oben nicht, deswegen ist das da alles scheißegal. Aber in der Grünzone kann sowas halt zum Problem führen, weil du dann das Spiel halt, ja, kaputt blocks halt, ne? Das würden ja dann mehrere machen. Und stellt euch einfach vor, wenn die ganzen Bunker zugebaut sind und die ganzen Brücken werden zugebaut. Der jetzt als erstes dann was zugebaut hat, ne? Ja, der hat das Ding dann sicher halt. Da kannst du nichts mehr dagegen machen, ne? Und das ist halt das Problem. Würde man da irgendwie was machen können oder sowas? Ja, dann wäre mir das Lachs, ne? Aber so ist das halt schwierig, sage ich mal, ne? Deswegen sind diese Baubeschränkungen. Und hier kommen wir vielleicht noch welche zu, muss ich mal gucken. Hatte ich ja, glaube ich, schon im letzten Video oder sowas gesagt, oder vorletzten oder so. Dass ich mir das immer angucke und wenn dann irgendwas mir auffällt, was nicht so gut ist, dann ändern wir das halt im Laufe des Spiels, ne? Ja. Gute Wert, Frau Dr. Jasmin. Fleißig hier zur Kaffeezeit, Leute. Ja, wir gucken mal, ob Jasmin, ja, hier alleine ist. Kann man hier irgendwie umschweifend gucken. Hier ist alone. Wir fliegen mal weiter und gucken mal noch, wer noch hier so auf dem Server auf der Welt hier unterwegs ist. Oh, da kommt ein Zombie, um Gottes Willen. Das müssen wir uns nochmal eben schnell angucken. Guckt es euch an. Voll viel im Kampfmodus. Ups. Naja. Kurz und sachte. Ich hab fett ausgerüstet, ne? AK-15. Tja, Leute, werdet ihr neidisch, wa? Guckt mal hier. Fett. Wird sich direkt auf den Zombie gestürzt. Wir sind bei der guten alten Tiffy-Elke gelandet. Tiffy, die alte Elke. Ach, guck mal, hier sind wir. Flugbahnhof von Blabasch Blubberbert. Die Dudu ist auch da. Die Flugzeuge tanzen hier schon wieder so ein bisschen komisch. Die Grafik lädt noch, warum auch immer. So viel ist doch gar nicht zum Laden hier. Da spielen gerade zwei Flugzeuge miteinander. Das sieht doch lustig aus, oder? Ja, genau, fliegen wir über einen Zaun rüber. Also ihr seht das schon, die Flugzeuge sind manchmal ein bisschen komisch, aber ich glaube, wenn man als Spieler hier ist, dann ist das, glaube ich, nicht so, ne? Vielleicht sieht das nur für mich so ein bisschen gerade komisch aus. Wir haben ja gelernt, liebe Freunde, dass der eine kann anders gucken, ne, als der andere. Was soll ich dazu sagen, Alter?
angucken, wie weit die Spieler sich schon entwickelt haben, ne? Da kommt Blaubarsch Blubberbärt. Wo ist er hin? Unsichtbar geworden. Ach, im Auto. Ich habe ja gesagt, irgendwie... Die Ansicht ist irgendwie verschieden, ne? Also ich sehe andere Sachen als die Spieler und so weiter. Also das ist manchmal ganz komisch. Tiffy, die gute alte Elke. Aswal. Ich finde es aber ganz interessant, Spieler zu beobachten. Leute, ihr seht selbst, was sie so rumtreiben hier. Wenn ich gerade mal nicht im Livestream bin. Ja, ihr Schlingel, ich habe euch immer im Blick, Mann. Junge! Also reißt euch im Riemen, benimmt euch. Was gibt's einen Gong hier? Sind beim Flugbahnhof gelandet. Bei einem der vier, die wir jetzt haben. Hier sind Zombies. Ach, da ist das Spieler. Skrupellos. Die Grafik braucht wieder ein bisschen, aber was soll ich machen, Leute? Ist halt so. Halt eine enorme Datenmenge, die da irgendwie aufgebaut werden muss, anscheinend. Hm. Kein Magazin drin, ne? Anzug sieht aber lustig aus, schön weiß. Jogginghose. Schrotflinte hat er dabei. Gierig am Looten. So, bist du eigentlich alleine hier? Ich guck mal kurz so ein bisschen. Scheint tatsächlich so zu sein. Hat er denn Glück? Dass er hier vielleicht einen Flieger findet oder sowas. Könnte ja sein, dass er hier was steht. Das ist Mangelware, wa? Flieger sind Mangelware irgendwie nach wie vor. Alle, die ich dahingestellt habe, sind schon weg. Ja, wenn die Leute im Livestream das sehen, ne, dann sind die meisten mal schnell weg. Dann rennen da alle hin und holen sich die Flieger. Ganz ruhig hier. Keine Ballerei. Er kann in Ruhe looten, Leute, ihr seht's. Ganz entspannt. Also muss auch mal sein, ne? Eine ruhige, entspannte Loot-Tour, Leute. Aber wir gucken mal weiter, wa? Flash-Sniper ist draußen. Überlegt er zu schießen oder was? Wie heißt das Ding hier nochmal? Keine Ahnung. So eine Art Bootcamp oder so? Ich weiß nicht. Komm gerade nicht auf den Namen von dem Ding, wo wir hier sind. Aber ihr seht selber im Winterland. Ja, ist der zweite PvP-Mensch hier gerade. Ich sag das nochmal an, weil manche haben ja immer die Befürchtung, dass hier in der normalen großen Außenwelt nichts los ist. Aber dem ist nicht so, ne? Ja, davor war PvP-Zone, das war der Flugbahnhof halt. Jetzt sind wir hier in der Eisfeld. Ist klar, die ganze Eisfeld ist PvP-Land. Aber auch er scheint hier alleine zu sein. Ja, die Welt ist halt sehr groß. Fat Moon, Junge. Hammerkopf. Da siehst du, war er mitgenommen. Schönes Schrottgewehr hat er. Muss er bloß noch putzen und reparieren. Wurstrolle hat er. Rucksack fehlt noch. Flashy. Der gute alte Flashy. Mal gucken, wie er sich so macht hier, wa? Wie lange er hier survivalt. Ja, die Zombies sind ein bisschen komisch, ne? Aber die sehen einen durch die Wand, so gesehen. Oder hören einen durch die Wand, kann man ja sagen. Dann fällt das, dann sieht das, ist das nicht ganz so blöd. Aber bei den Zombies, da fehlt auch irgendwie manchmal noch so ein bisschen KI, ne? Kann das sein? Dieses Schreien soll nicht mal aufhören, das ist zu oft. Kann man das nicht einstellen? Diesen Schreitimer sozusagen.
Weil wenn die jetzt ihr Maul halten würden, ne, dann würde er überrascht werden jetzt das nächste Mal, wenn er aus der Tür rauskommt, weil er denkt da nicht mehr dran, hat die vergessen oder so. Deswegen dieses ewige Rumgeschrei ist ein bisschen nervtötend. Aber wie gesagt, ich habe es glaube ich schon öfter gesagt. Ja, er macht hier gerade eine Mittagspause. Happa Happa, Frucht und Karamell. Oder was da steht. Ich muss doch noch scheißen, aber wir haben hier Toiletten. Hier, guck mal. Das ist das Scheißloch. Voll Hammer, ne? Habt ihr schon mal auf sowas gesessen, Alter? Und wenn du Dünnschiss hast, das fliegt ja überall in hier. Die ganze Wand ist dann voll, wa? Oder? Meinst du nicht? Der gute alte Gönndolf. Er gönnt eine Runde. Gönn doch mal hier eine Mitgliedschaft bei mir hier. Goldstatus aufwärts. Platinstatus. Oder Diamantstatus. Gönndolf, wenn du schon mal Gönndolf heißt. Dann musst du auch eine Runde gönnen, Junge. Ich nage nämlich schon am Hungertuch, ihr seht selbst. Ich glaube schon auf Reserve. Er hat sich hier so ein kleines Kästchen gebaut. Reicht ja auch, ne? Statt ein Haus mal eben kurz erstmal so eine Grundbase bauen, ne? Weil das Ding geht, glaube ich, schneller zu machen, als eben mal Haus zu bauen, sozusagen, denke ich mal, ne? Und so startet man halt, oder es gibt halt die Möglichkeit, so zu starten dann, ne? Jedenfalls ist er auf jeden Fall safe hier bei uns in der Safe Zone, deswegen heißt es ja auch so. Und dann kann er da abschillen, der olle Gönndolf, der. So, hier haben wir einen PvPler, der hat ein schönes Häuschen gebaut. Asto Chris. Lebt hier gefährlich, seine Kampfburg kann angegriffen werden. Ist der dritte PvPler jetzt hier im Bunde. Deswegen zeige ich die Region nicht oder sowas, wir sind in der Videokamera drin. Aber liebe Freunde, es gibt sie tatsächlich. Die Leute, die schon draußen hingezogen sind, in eine gefährliche Welt. Ich selber baue da ja auch bald ein Häuschen, ne? Wir haben ja erst hier so roundabout eine Woche den Server am Laufen und ja, das so schnell geht das manchmal auch nicht mit Bauen und sowas, ne? Deswegen. Wir haben aber ein Jahr circa Zeit wieder bis zur 08. Also Leute, wir brauchen hier überhaupt nicht hetzen oder sowas. Lasst euch Zeit, ganz geschillt. Wir machen eine schöne 07er Runde hier, ne? Denkt dran, macht einfach zwei Häuser, einen in eine Kampfzone und ein Häuschen unten in eine Safe Zone. Und dann habt ihr auf jeden Fall Spaß und gleichzeitig auch eine Reserve dann halt, wenn man wirklich mal komplett geplättet worden ist in der Kampfzone, ne? Dann ist das, ist man nicht traurig, dann hat man, dann hört man nicht auf zu spielen oder so, sondern dann gehst du deine Reserve, holst dir da ein bisschen Reserve-Zeug halt und baust dann woanders nochmal ein neues Lager auf oder wie auch immer, ne? Jedenfalls ist das hier möglich, man sieht's. Hier wird noch geschillt und wir gucken mal weiter. Ja, der Waldschrat, der liegt hier auch platt auf Erde. Was hast du denn da in der Hand? Ach, eine fette Batterie, Alter. Das sah eben so aus wie so eine Kühlbox oder sowas, ne? Ist auch PvP-Zone, Leute. Schrotz hat er dabei. Was ist das da? Da ist ein Sniper oder was ist das da für ein Ding? Ne, eine Pistole ist das. Bin ich blind auf Ohren oder wert? Aber da ist noch ein Gewehr, ne? Nee, das ist eine Axt, alles klar. So, Pistole hat er. Schrotz, eine Axt dabei und eine fette Batterie. Ich denke mal, der sucht sich ein Auto, ne? Ich nehme auch mal Benzin mit. Und eine Batterie und dann laufe ich durch die Gegend und suche Auto. Ist schon wieder kaputt, ne? Das Ding wiegt doch sehr viel, ne? Schlingel. Der gute alte Waldstrat, Leute. Lucille sind wir gelandet, die Bazille. Hightech-Bogen dabei. Stürmt da ein Polizeirevier. Aber er wurde verletzt, irgendjemand hat ihn angegriffen, man sieht's. Der Schweiß tropft nur so von ihm runter. Grafik verspätet sich wieder. Das ist Pixelscrum. Funktioniert der Bogen mit dem Motorradhelm auf? Gleich kommt noch ein Zombie. Hinten. Mopsi. Synchrofehler. Hier hinten noch ein Pfeil in der Wand. Ja, der ist noch nicht richtig fertig, ne? Programmiert so. Da fehlt noch der Pfeil. Und wie gesagt, beim Bogen lässt er los, irgendwie, also der stirbt zuerst und dann lässt er los, ne, also das ist noch ein bisschen irgendwie synchrotechnisch kaputt, das Ding hier, seht ihr das? Der ist gar kein Pfeil eingelegt, vielleicht hat er auch gar keinen Pfeil mehr, aber doch hat er, der müsste automatisch einen nachgelegt haben, also es wird Bug sein. Da ist der nächste, Mopsi kommt um die Ecke,
Der Bogen wird gespannt. Und ihr seht's. Kriegt er aufs Maul. Oh mein Gott, er humpelt erst gleich down. Nahkampfmodus. Holy shit. Durchs Fenster. Oh, hat er im Rücken gehauen, Leute. Oh. Lucille. Die arme Lucille, Leute. Wurde plattgehauen von zwei Zombies. Habt ihr das gesehen? Im Rücken reingehauen. Dabei hat er ein Arschklatzbrett gehabt, ne? Oder? Ja, mit Nägeln sogar. Guck mal. Aber nützt nichts, wenn du humpelst, Alter. Meistens ist das ein K.O., ne? Der K.O.-Schlag. Ihr seht, wie schwer die Zombies hier bei uns auf dem Server sind, Leute. Deswegen geht da anständig mit um, der respektiert jeden Zombie. Die haben das nämlich ganz schön in sich, ne? Also unterschätzt das nicht. Die sind mega schwer, Leute. Lass mal gucken, ob er jetzt hier mit dem Schaltschirm irgendwie runterkommt. Da kommt er doch schon. Die Möwe, ey. Da ist er tatsächlich mit Hintergrund. Oh, der ist aber ganz schön aufgeschlagen jetzt. Alla. Wie so ein Meteor eben, ich denke, hä? Kommt da runtergeschossen. Die gute alte Bazille. Tja, Leute. So geht das hier ab, ne? Mann, oh Mann. Wieder eine fette PvP-Base draußen in der gefährlichen Zone. Traut sich auch frühzeitig der John Johnson was aufzubauen. Leider können wir nicht hinterher, dann verraten wir seinen Standpunkt, Leute. Deswegen, ja. Fleißig, fleißig, ne? Ihr seht selbst. Parallel dazu läuft Danny durch die Wälder. Hat schon ein Bötchen. Ist hier gerade auf die Insel rüber geschwommen, wahrscheinlich, ne? Aber ja, guck an, wir sind hier auf der Insel. Kompletter Tarnanzug in Sandfarben. Ja, schon voll equipped, Alter. Kann Krieg ziehen. Sniper, Nahkampfwaffe, ihr seht selbst. Guck mal. Voll hochgerüstet, Alter. Alle Upgrades installiert, die möglich sind. Unglaublich, oder? Das ist möglich mit dem Händlersystem. Wenn man nur genug Geld hat, kann man sich seine Wunschwaffe zusammenbauen. Und ich persönlich bin begeistert, dass wir endlich den Händler haben. Dieses Trainersystem, endlich hört das Gemaule auf. Und die Leute können mal ihre Wunschsachen wirklich so selber holen. Denn im Trailer gibt es wirklich alles, Leute. Müsst ihr mal reingucken. Da gibt es so viel Zeug, ey. Selbst die Unterhosen und so. Und da könnt ihr euch dann vernünftige Symptome zusammenstellen, so wie ihr das wirklich möchtet, ne? Wir sind hier, ja, auf diesen Inselbunker, ihr seht's. Was noch fehlt, ist ein Helikopter, ne? Wenn wir eben hier mit dem Flugzeug landen, ist ein bisschen schwierig. Früh am Morgen ist es hier gerade auf dem Server, liebe Leute. Und Danny scheint ganz alleine auf dieser Insel zu sein. Ja, hier kommt man halt nicht immer so einfach mal eben hin, ne? Auf diesem Bunkersystem hier. Aber lohnt sich doch. Da mal aufzuschlagen, würde ich sagen. Sind bei EJ und Scout gelandet. Die wohnen ja auch gleich bei uns irgendwo in der Nähe, ne? Oben gucken. Flugzeug, einen Kampfflugflieger haben sie sogar schon. Scouty. Scouty, der alte Haudegen. Bootanlegestelle hier. Schöne Safe Base haben sich da gebaut. Guck an. Sogar schon geupgradet. Ist eigentlich nicht nötig. In der Safe Zone braucht ihr normalerweise nicht irgendwie upgraden. Ist halt, ne, müsst ihr selber wissen halt, ne, aber nötig ist es halt nicht. Aber da draußen, da drüber, wenn ihr da rüber fahrt, in der Welt da drüben, da solltet ihr upgraden und wirklich auf Sicherheit achten. Ne? Das ist ja die Herausforderung. Wir machen hier eine billige Safe Base in der Regel. Ihr könnt natürlich auch mehr draus bauen, das müsst ihr selber halt wissen. Ne? Aber man kann halt so oder so nicht einbrechen oder irgendwie knacken und das geht auf dieser Seite ja nicht. Ist ja Safes quasi. Und auf der anderen Seite da hinten, da ist halt Krieg. Ne? Da müsst ihr euch Mühe gegeben, euer Gebäude wirklich sicher zu bauen und so. Das ist eben die Herausforderung hier auf dem Server. Ne?
Ihr habt ja also zwei Möglichkeiten. Ja. Und es geht nicht nur um irgendwie die Burgen jetzt zu looten oder sowas. Es geht gar nicht mehr so vordergründig um Loot. Es geht eigentlich eher um Spaß, um Raiden und Kämpfen und sowas, wisst ihr. Weil wir können uns ja alles von Händler auch, wie gesagt, kaufen und so. Und jeder hat in der Safe Base ja auch meistens genug Loot. Der braucht eigentlich gar nicht Loot, ne? Aber es ist halt auf jeden Fall spannend, ob man eine Burg halt einnehmen kann oder nicht, ne? Und das findet da oben halt statt. Ja, ist logisch, dass man denn in dieser PvP-Kampfzone nicht die teuerste Sachen hat. Wenn du gleichzeitig hier in der Grünzone, in der Safe Zone, ein Lager hast, was sicher ist halt, ne? Nichtsdestotrotz kann man dann natürlich irgendwelche Wertgegenstände lagern, wenn ihr da Bock drauf habt. Oder den Angreifer was gönnen wollt oder wie auch immer. Aber das kriegt ihr selber schon hin. Oh, da fliegt jemand, guck mal. Na, wer ist es denn? Hallo? Scheint gar keiner drin zu sitzen. Da sitzt keiner drin. Ja, ist halt Flugzeug mit KI, würde ich sagen. Autopilot oder sowas. Ja, Freunde, was soll ich dazu jetzt schon wieder sagen, ne? Ist halt Scum, ich kann da nichts für. Es vergeht nicht ein Tag, ne? Wo irgendwie komische Sachen passieren, ey. Das ist das Lustige an diesem Spiel. Einfach nur verrückt, oder? Gut, Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann, bis dann.